Du wolltest schon immer ein Supporter sein, du wolltest auch schon immer in einem Server-Team sein, dann bist du genau richtig bei diesem Video. Bleib dran, Ende des Videos weißt du ganz genau, was du machen musst. Ich würde sagen, let's go! Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu meinem Video, Leute. Ihr habt es bestimmt schon an Titel schon gelesen und ihr seht es auch genau gerade im Video. Es steht ganz groß Bewerbungsphase Supporter da. Ihr seid genau richtig, wenn ihr ein Supporter sein wollt. In diesem Video werde ich euch erklären, was ihr machen müsst. Und zwar, als ersten Punkt müsst ihr auf jeden Fall eure E-Mail-Adresse eingeben, wenn ihr euch bewirbt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich bitte euch, keine Fake-E-Mail-Adresse einzugeben und ich bitte euch auch darum, eure ehrliche E-Mail-Adresse einzugeben, weil wir müssen euch auch entsprechend benachrichtigen, wenn ihr auf jeden Fall die Bewerbungsphase auch geschrieben habt. Und ja, Leute, das war auf jeden Fall der erste Punkt. Hier stehen auf jeden Fall ein paar Informationen, was ihr machen müsst. Und zwar, was machen wir für einen Server? Wir machen einen kleinen Community-Server. Der nächste Punkt, wer sind wir? Wer leitet den Server? Die Owner sind zwei Freunde. Die Namen sind Philipp, Samaxim und Knoxtastic. Das bin ich sozusagen und mein Freund Knoxtastic. Und ja, danach als nächster Punkt, wie könnt ihr uns kontaktieren? Telegram und Instagram. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Da wisst ihr auch gleich Bescheid, wie ihr uns auch kontaktieren könnt. Am besten Telegram und Instagram sind wir beide aktiv. Und ja, wollte ich schon mal sagen. Was ich auf jeden Fall nochmal ganz kurz sagen möchte, ist, gestern und vorgestern habe ich zwei Videos hochgeladen schon auf YouTube, wo ihr auf jeden Fall auch mal unbedingt mal vorbeischauen wollt, wenn ihr kein Supporter sein wollt. Ihr könnt auf jeden Fall euch auch gerne als Developer und als Bilder bewerben. Also wer auf jeden Fall sich in diesem Bereich bewerben möchte, geht einfach auch in die Videobeschreibung. Da sind auf jeden Fall auch noch die anderen Links. Aber dieses Video möchte ich euch erstmal zeigen, was ihr machen müsst, um Supporter zu werben. Und ja, und zwar hier der nächste Punkt, Serverdomain 6maximarmee.de. Hier ist unser Serverlogo. Und dann kommen wir auf jeden Fall zu einem wichtigen Punkt, was ihr machen müsst. Und zwar persönliche Daten von dir. Bitte füll die Felder aus. Wie lautet dein Name, Ingame sowie echter Name? Da tut ihr ganz einfach euren Ingame-Name und euren echten Namen eintragen, dann ist auch schon der Punkt erledigt. Danach, wie alt bist du, tragt einfach ihr alles ein. Besitzt du Teamspeak, ja, nein. Hast du ein gutes Mikrofon, ja, nein. Besitzt du Instagram, wie lautet dein Name? Besitzt du Telegram, wie lautet dein Name? Besitzt du Skype, wie lautet dein Name? Da tut ihr wie gesagt euren Namen eintragen von derjenigen Plattform. Und tut entsprechend dann auch reinschreiben ja oder nein, beziehungsweise entweder ja oder wirklich nur euren Namen oder entsprechend nein eintragen. Das ist ganz einfach, Leute. Das ist eigentlich auch keine große Sache. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Und zwar, wie lange bist du am Tag online? Wenn ihr mir hier reinschreibt oder so, 10, 15 Minuten, dann braucht ihr euch wirklich nicht als Supporter bewerben, weil das bringt mir wirklich gar nichts. Was ganz wichtig ist als Supporter, ist, das kann ich, habe ich vergessen ja auch zu oben zu sagen, hast du ein gutes Mikrofon? Es ist ganz wichtig, ein gutes Mikrofon zu haben, Teamspeak ist ja klar, Leute. Und wirklich bei den Online-Stunden, Leute, ist es ganz, ganz wichtig, ihr müsst in der Woche 14 bis 21 Stunden erreichen. Das ist bei uns Pflicht. Das bedeutet, Leute, entweder ihr seid 2 Stunden am Tag online, dann erreicht ihr in 7 Tagen 14 Stunden. Und wenn ihr 3 Stunden am Tag online seid, dann erreicht ihr die 21 Stunden. Also, Leute, ihr müsst auf jeden Fall 2 Stunden am Tag online sein. Wer das auf jeden Fall nicht schaffen tut, beziehungsweise bei denjenigen, wo das kein Standard ist, der braucht sich leider Gottes nicht als Supporter bewerben. Also, das ist auf jeden Fall wirklich Pflicht als Supporter. Und ja, wollte ich nur mal so sagen, also ihr müsst wirklich die 14 bis 21 Stunden erreichen in der Woche. Und ja, so, warst du schon mal auf einem Server, Supporter oder höher? Ja, nein, da tragt ihr einfach das ein. Bist du derzeit noch in einem Server-Team? Ja oder nein? Da tragt ihr einfach auch das ein. Was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Das ist, denke ich mir mal, klar, was ihr da eintragen tut. Bitte schreibt da bitte keinen Blödsinn hin. Schreibt da bitte wirklich eure ehrliche Meinung hin. Nicht Meinung, ihr wisst schon, was ich meine, was zu euch passen tut. Weil wir werden es ja ewig so später erfahren oder ein bisschen was mitbekommen. Und da bringt das nichts, Blödsinn hinzuschreiben. Und ja, warum genau dich? Da schreibt ihr einfach hin, warum sollen wir euch nehmen? Ist einfach ganz einfach auch begründet. Ihr müsst ja keinen riesen langen Text schreiben oder so. Schreibt einfach eine kurze Begründung hin, warum, weshalb wir euch nehmen sollen. So, danach kommen wir auf jeden Fall auch zu einem sehr wichtigen Punkt, und zwar persönliche Daten für den Supporter-Rang. Bitte füll die Felder aus. Und zwar, kennst du dich gut mit den Supporten aus?
das Schreibkultur einfach eintragen. Ja, sehr gut. Ja, mittelgut. Nein, überhaupt nicht. Wenn natürlich entsprechend den Kreuz hier unten macht, nein, überhaupt nicht. Der entsprechend ist auch bei der Support-Bewerbungsphase auch falsch an der Stelle und so. Ihr wisst, was ich meine. Also tut euch auf jeden Fall wirklich gut überlegen. Tut euch bewerben als Supporter-Rang oder aber auch nicht. Und hier ganz unten als letzten Abschnitt tut ihr einfach nur noch eure allgemeine Bewerbung schreiben. Da könnt ihr gerne zusammenfassen, was ihr hier alles auch ausgefüllt habt und so. Einfach nochmal unten alles zusammenfassen, nochmal als Satz und so, also als Text und so. Und dann war's das auch schon. Und dann tut er unten einfach nur noch auf Senden drücken und wir werden die Bewerbung erhalten. Ihr seht auch hier gerade schon, hier sind auch gerade zwei Bewerbungen schon eingegangen. Ja, ich würde euch nur mal sagen, wie gesagt, ihr könnt euch jetzt aktuell für den Developer-Rang bewerben, ihr könnt euch für den Builder-Rang bewerben und ihr könnt euch auch aktuell für den Supporter-Rang bewerben. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch für den drei Bereichen euch bewerben würdet. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Bewerbung. Und Leute, irgendwie welche Fragen kommen und so, wenn ihr angenommen wird, was dann passieren wird. Und zwar, wenn wir euch annehmen werden, wir werden euch dann entweder über die E-Mail-Adresse kontaktieren oder wir werden euch dann entsprechend über diese hier Instagram, Telegram oder Skype kontaktieren. Dann werden wir, wie gesagt, schreiben so, ja, bla 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 und so. Also wir werden dann wirklich einen Termin ausmachen, einen Tag ausmachen, eine Uhrzeit ausmachen, etc. Wann und wie wir das Bewerbungsgespräch dann auf dem Teamspeak auch führen werden. Wie gesagt, das ist eigentlich ganz einfach, Leute. Es heißt wirklich nicht, wenn ich jetzt euch schreiben tue, so über die E-Mail oder so, ihr seid angenommen, so. Das heißt nur, die Bewerbungsphase hier, also dieses Formular ist angenommen, aber noch nicht. Es heißt, wie gesagt, noch nicht ihr Supporter seid. Es ist wirklich, wie gesagt, das Bewerbungsgespräch ist wirklich das Entscheidende, wo wir dann die auch Entscheidung bekommen werden, wie wir euch annehmen werden oder nicht. Und ja, das ist natürlich eigentlich ja klar. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Bewerbung. Und ja, das war's auf jeden Fall. Mehr müsst ihr auf jeden Fall nicht machen. Wie gesagt, Leute, wer auf jeden Fall nichts verpassen würde, so abonniert gerne den Channel. Und wer meine Glocke aktiviert, der tut auf jeden Fall nichts mehr verpassen. Wie gesagt, der tut auch meine Ami-Bad drin. Hashtag SetMaxim Army. Mich würde es auch freuen, wenn ihr mal bei Instagram mal vorbeischaut. Und das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wie gesagt, alle Links in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, haut rein, bleibt cool und ciao!